Wie reagierst du, wenn dir plötzlich eine furchterregende Kreatur begegnet? Und das an Orten, an denen du nicht damit rechnest? Erwartest du Haie in einem Vulkan oder in deinem Keller? Was ist mit tödlichen Spinnen in einer Bananenstaude oder einer Anaconda auf einer Baustelle? Hier sind die 15 tödlichsten Monster entdeckt im Nirgendwo. Nummer 15. Krokodil im Pool einer afrikanischen Lodge. Im Oktober 2016 bekamen zwei Gäste einer Lodge in Simbabwe den Schock ihres Lebens. Sie wollten ein spätes Nachtbad im Hotelpool nehmen. Dabei zeichnete die CCTV-Kamera des Hotels das ganze Erlebnis auf. Das Paar hüpft in den Pool, als aus dem Schatten ein 1,8 Meter langes Krokodil herauskam. Es sprang zum Erschrecken des Paares ebenfalls in den Pool. Der Mann brachte sich sofort in Sicherheit, während seine Partnerin versuchte, sich das Krokodil vom Leib zu halten. Sie erlitt mehrere Bisswunden, aber sie konnte entkommen. Warum war dieses Krokodil in dem Hotelpool? Die Behörden vermuten, dass es wegen der andauernden Trockenheit einen neuen Platz zum Schwimmen suchte. Nummer 14. Tragulovapter-Spinne. Dieses gruselige Monster ist eine Spinne, die als Höhlenräuber bekannt ist. Sie wurde 2010 zufällig entdeckt. Eine Gruppe sogenannter Bürgerwissenschaftler des Western Cave Conservatory erforschte Höhlen in Oregon, als sie auf eine unbekannte, furchteinflößende Spinne stießen. Die Tragulovapter hat krallenartige Klauen und hängt kopfüber an Spinnenfäden. Dabei baumeln ihre Beine in der Luft. Sie ist so groß wie eine halbe Dollarmünze und ihr markantestes Merkmal? Mit ihren langen Klauen schnappt sie ihre Beute und hält sie fest. Nummer 13. Kampf der Komodowarane. Der Schauplatz? Pulau Rinka, eine Insel Indonesiens. Die Kreaturen? Riesige Komodowarane. Stell dir vor, du gehst deiner täglichen Arbeit nach und gerätst in einen 15-minütigen Kampf zwischen zwei Komodowaranen. Das erlebten die Bewohner des kleinen Fischerdorfes Lubuan Bajo tagtäglich, bis die Tourismusindustrie von diesem Schauspiel erfuhr. Jetzt ist ihre Existenz bedroht. Jeder will sie sehen. Aber die vielen Besucher belasten die lokale Flora und Fauna stark. Diese Tiere wollen eigentlich nur in Ruhe gelassen werden. Nummer 12. Mobile Höhle. Im Herzen Rumäniens liegt eine mit giftigen Gasen gefüllte Höhle. Jeder denkt sofort, dass es an einem solchen Ort kein Leben gibt. Aber in der Tierwelt ist vieles möglich. Die mobile Höhle blieb schätzungsweise 5,5 Millionen Jahre lang unentdeckt, bis 1986 kommunistische Arbeiter die Gegend für einen möglichen Kraftwerksbau untersuchten. Dabei entdeckten sie die Höhle, in deren Inneren ein nach faulen Eiern riechender See lag. Über dem schwefelhaltigen See hing eine Wolke giftiger Gase. Im See lebten hunderte unerforschte Tiere. Bislang wurden 48 Kreaturen identifiziert, darunter eine Holzlaus, Blutegel, Wasserskorpione und Tausendfüßler. Nummer 11. Sarkastischer Randkopf. Der sarkastische Randkopf ist ein Fisch, der aussieht wie ein Dinosaurier aus Jurassic Park. Er kann bis zu 30,5 cm lang werden. Sie lauern im Hinterhalt auf ihre Beute. Nähert sich ein Meereskrebs, schießen sie hervor und schnappen mit ihrem weit geöffneten Maul zu. Sie sollen sogar bereits ahnungslose Taucher angegriffen haben. Man munkelt, dass sie nicht so leicht loslassen. Allein das Aussehen des Fisches reicht aus, um einen Taucher zu Tode zu erschrecken. Nummer 10. Braunbär in Rumänien. Dieser arme Kerl in Rumänien war vollkommen in Skifahren vertieft, als wie aus dem Nichts ein monströser Braunbär auf ihn zustürmte und ihn mit Höchstgeschwindigkeit den Berg hinunterjagte. Bären sind in Rumänien keine Seltenheit, aber es ist eher untypisch, dass sie auf einer Skipiste Menschen jagen. Zum Glück kam dem Mann die Idee, seinen Rucksack nach dem Tier zu werfen. Dadurch wurde der Bär abgelenkt und der Mann konnte entkommen. Eigentlich hätte der Bär Winterschlaf halten sollen. Die Behörden versuchen nun, ihn ausfindig zu machen und ihn an einen Ort außerhalb des Skigebiets zu bringen. Nummer 9. Haie im Keller? Okay, die wenigsten Häuser haben einen großen Pool im Keller. Und wenn sie doch einen haben, dann sicher ohne Haie. Außer wenn du dir welche darin hältst.
Beamte des New York State Department of Environment Conservation führten eine Hausdurchsuchung in LaGrangeville, New York, etwa anderthalb Stunden außerhalb von New York City durch, nachdem sie einen Hinweis von illegaler Wildtierhaltung erhalten hatten. Sie waren entsetzt, als sie im Keller einen 4,5 Meter großen Pool entdeckten, in dem 10 Haie lebten. Diesen Einsatz werden die Beamten nie vergessen. Nummer 8. Pablo Escobars Nilpferde. Auch bekannt als Kolumbiens Kokain-Nilpferde, gehörten diese plumpen Monster einst dem berühmten Drogenhändler Pablo Escobar. Nach seinem Tod 1993 wurden die meisten Tiere von Pablos Privatzoo umgesiedelt, bis auf die Nilpferde, die man für gefährlich hielt, also ließ man sie zurück. Sie lebten fortan außerhalb der Ranch und vermehrten sich ungehindert. Heute leben mehr als 80 in freier Wildbahn. Gelegentlich greifen sie Menschen an. Gegenwärtig streiten sich die Behörden über eine geeignete Geburtenkontrolle bei den Flusspferden, da ihr Bestand stark wächst, sei es durch Sterilisation oder durch das Töten eines Teils der Herde. Nummer 7. Tödliche Spinnen in Bananen. Die meisten Kinder lieben Bananen, so auch die 11 Monate alten und 3 Jahre alten Kinder von Melanie Price. Eines Tages kaufte Melanie in ihrem Tesco-Lebensmittelladen in England einige Bananen. Zu Hause entdeckten sie darin einen Spinnenkokon. In ihn wimmelte es von mindestens 20 Babyspinnen. Es war die brasilianische Wanderspinne, die giftigste Spinne der Welt. Unglücklicherweise musste Melanie für die Beseitigung der Spinnen ihr Haus 2 Wochen lang räumen und ausräuchern lassen. Was wurde wohl aus den Babyspinnen, die im Lagerraum des Lebensmittelgeschäfts heruntergefallen sind? Nummer 6. Yucatan-Höhlenschlangen. Die Einheimischen des Dorfes Cantemo in José María Morelos, Mexiko, nennen sie die Fledermaushöhle. Für den Rest der Welt heißt sie Höhle der hängenden Schlangen. Die darin lebenden gelben Rattenschlangen haben sich darauf spezialisiert, die Fledermäuse der Höhle zu fangen. Sie verstecken sich in Rissen und Spalten der Höhlendecke und Wände. Fliegt eine Fledermaus vorbei, schießen die Schlangen hervor und packen sich ihr Opfer. Trotz ihrer abgelegenen Lage im Dschungel von Yucatan wurde diese Höhle zu einer Touristenattraktion. Anders als die vom Aussterben bedrohte Population der Komodo-Warane in Indonesien, scheinen sich diese mexikanischen Höhlenschlangen nicht an ihren menschlichen Besuchern zu stören. Nummer 5. Haie in einem Vulkan. Diese Haie wurden in der Caldera des Cavachi-Vulkans auf den Salomon-Inseln entdeckt. Wissenschaftler ließen eine Kamera in den Krater hinab und sahen darauf 2 Haiarten, die in dem heißen, sauren Wasser herumschwammen. Es gab sowohl Hammerhaie als auch Seidenhaie in der Caldera. Die Wissenschaftler sind sich nicht sicher, wie oder warum die Haie im Vulkan überleben. Sie fanden dort auch Quallen und andere Meeresbewohner vor. Nummer 4. Der goldene Pfeilgiftfrosch. Dieser winzige, wunderschöne Frosch lebt in einem abgelegenen Gebiet mitten im tropischen Regenwald Kolumbiens in Südamerika. Das Gift seiner Haut reicht, um mehr als 10 Männer in weniger als 3 Minuten zu töten. Leider ist der Lebensraum der Tiere durch den Goldabbau stark gefährdet, sodass sie heute vom Aussterben bedroht sind. Die Bevölkerung weiß, wie gefährlich sie sind und tötet sie, um sich zu schützen. Nummer 3. Der Pacu-Fisch taucht in New Jersey auf. Dieser Fisch hat Zähne wie ein Mensch. Gerüchten nach frisst der Pacu-Fisch Hoden. Aber Wissenschaftler bestreiten das. Die Zähne des Fisches werden tatsächlich zum Zerkleinern von Nüssen benutzt, die in den Amazonas fallen. Nüsse von Bäumen, nicht von Menschen. Kürzlich tauchte einer dieser einzigartigen Fische in einem Kanal in New Jersey auf. Die Behörden vermuten, dass Leute die Fische entsorgen, nachdem sie für die Heimaquarien zu groß geworden sind. Zum Glück für alle nordamerikanischen Nüsse überleben sie die kalten Winter nicht. Nummer 2. Sternguckerfisch. Will Zhu begegnete diesem außerirdisch anmutenden Monsterfisch bei einem Nachttauchgang vor der Küste von Melbourne, Australien. Seine Tauchpartnerin Annika wirbelte mit einer ihrer Schwimmflossen etwas Sand auf. Das war der Moment, in dem sie diesen schrecklichen Fisch sahen, der größtenteils im Sand vergraben war. Der Sternguckerfisch tarnt sich und wartet so auf seine Beute, um dann ohne Vorwarnung zuzuschnappen. Viele Taucher wurden von seinem Anblick bereits erschreckt. Nummer 1. Größte Anaconda der Geschichte. Arbeiter eines Kraftwerks entdeckten diese riesige Schlange mit einem unbestätigten Gewicht von 400 Kilogramm, einer Länge von 10 Metern und einem Durchmesser von 1 Meter. Das Video zeigt die Schlange vor den Toren des Kraftwerks.
Tatsächlich ist dieses Gebiet in Brasilien die Heimat der Anaconda. Sie werden auf Portugiesisch Sucuri genannt. Der Amazonas ist ihre Heimat. Die Menschen dort sind an deren Anblick gewöhnt. Die Schlangen haben den Ruf, tödlich zu sein. Aber die Brasilianer wissen, dass die Anaconda kleine Tiere an den Flussufern frisst und keine Menschen. Sie ist eine Würgeschlange. Mit ihrem kräftigen Kiefer packt sie ihre Beute, zieht sie unter Wasser und ertränkt sie. Ihre Lieblingssnacks sind große Nagetiere wie Tapire, Wasserschweine, Rehe, Fische, Schildkröten, Vögel, Schafe und gelegentlich ein unglücklicher Hund. Diese Kreaturen scheinen unglaubliche Monster zu sein, aber sie sind eigentlich faszinierend, wenn man den ersten Schock überwunden hat. Hinterlasse uns einen Kommentar und verrate uns, was das schrecklichste Tier war, dem du je begegnet bist.